Wirt Phoenix unterstützt seine Kunden mit dem Angebot Sec4U, das sich durch ein breites Portfolio an Cybersecurity-Diensten auszeichnet. Cybersicherheit kann defensiv oder offensiv sein und konzentriert sich hauptsächlich auf den Schutz und die Verteidigung von IT-Systemen und Daten vor internen und externen Angriffen. Defensiv bedeutet, dass sowohl ein proaktiver als auch ein reaktiver Sicherheitsansatz verwendet wird, der sich auf Prävention, Erkennung und Reaktion auf Angriffe konzentriert. Offensiv bedeutet hingegen, dass Cyberangriffe simuliert werden, und zwar durch Aktivitäten, die als ethisches Hacking definiert sind. Die Serviceleistungen von defensiver Cybersecurity des Angebots Sec4U sind das Exposure Assessment, das auf Daten basiert, die aus öffentlich zugänglichen Quellen im Internet und im Dark Web gesammelt wurden und mit denen Sie eine genaue Analyse der Gefährdung Ihres Unternehmens durch Cyberangriffe durchführen können. Das Vulnerability Assessment, mit der die Schwachstellen, die Ihre IT-Infrastruktur betreffen, identifiziert, quantifiziert und den richtigen Prioritäten zugewiesen werden können. Die Gap-Analyse, die äußerst effektiv bei der bestmöglichen Ausrichtung von Investitionen ist und häufig ein Instrument darstellt, um die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Und das Security Training, das in der Lage ist, bei Ihren Mitarbeitern das richtige Bewusstsein zu schaffen und Unfälle bezüglich der Sicherheit zu vermeiden, die häufig durch unwissentlich falsches Verhalten verursacht werden. Die Serviceleistungen von offensiver Cybersecurity des Angebots Sec4U sind der Penetration Test, der sicherlich die am besten geeignete Serviceleistung zum Testen der Sicherheit der IT-Infrastruktur ist. Durch Ausnutzen der erkannten Schwachstellen werden diese hervorgehoben und Abhilfemaßnahmen vorgeschlagen. Das Passwort-Audit, das die Sicherheit der von den Mitarbeitern Ihres Unternehmens verwendeten Authentifizierungsdaten überprüft. Das Social Engineering, mit dem Sie mithilfe verschiedener Überzeugungsmethoden die Reaktionsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter überprüfen können. Tatsächlich ist es häufig der menschliche Faktor, der den Angriffsvektor darstellt, den der Dienst ausnutzt, beispielsweise durch gezielte Phishing-Aktionen. Und das Red Teaming, das einen mehrschichtigen Angriff simuliert, der die Erkennungs- und Reaktionsfähigkeiten des Unternehmens testen kann und sich eher auf die Ziele als auf die verwendeten Methoden konzentriert. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website wirt-phoenix.com oder Sie setzen sich direkt mit uns in Verbindung unter info@wirt-phoenix.com.